Jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Nachdem der nächste Kandidat ausziehen muss, wird die Gruppe um die Nerds und Beauties ein bisschen kleiner. Und dann gehen die Streitigkeiten natürlich wieder von vorne los. Und deswegen freuen wir uns auf die dritte Folge von Beauty and the Nerd. Woo! Ja, es ist offenbar so, dass in dieser kleinen Gruppe jede Folge jemand ausschaltet. Das bedeutet, es werden wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Folgen sein in dieser Staffel. Verrückte Sendung. Und wir gucken jetzt natürlich allerdings, wie sich die Dynamik auch verändert, nachdem... Wer zieht eigentlich aus? Hieß der Chris? Ja, der Freund von Colin. Der gute Freund von Colin. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. Werde ich die ganze Folge natürlich aber auch in den Wikaskanal machen auf Join. Den Link unten in der Videobeschreibung. Aber wir legen jetzt hier los. Wir ziehen das jetzt hier durch. Und zwar auf die Schnelle. Ich wünschte, er würde hier bleiben, aber Chris wird schon schaffen und seinen Weg gehen. Er wird seinen Weg gehen. Er ist jetzt auch nur bei Beauty and the Nerd rausgeflogen. Also so ein Schicksalsschlag wird es schon nicht sein. Hier sieht es wieder aus wie bei Hempels unterm Sofa, du. Aber ich rühre keinen Finger. Ich habe auch keinen Bock hier, irgendwie was zu machen. Also das überlasse ich dann den Nerds oder so. Weil die können das ja mal erledigen. Die sind ja auch ein bisschen unter mir und können das dann machen, weil ich krümm ja keinen Finger. Und ich kann mir vorstellen, dass Linda das nicht aufräumt, was ich dachte so, ich habe jetzt schon ein paar Mal aufgeräumt, keinen Bock. Und Salvatore so, das ist nicht mein Job. Ich würde mich schon gerne ein bisschen wieder Daddy fühlen. Guck mal, wie die Küche aussieht. Ich habe keinen Bock auf Streit, ich mache da dann lieber den Scheiß. Oh nein, wirklich, Pia, lass dich doch jetzt nicht bitte von Salvatore so rumschubsen. Was arbeitest du noch mal? Nix. Nix. Habe ich mir bei den Nägeln schon gedacht. Ich mache nix und ich stehe auch dazu. Ja, sehr löblich, dass du dazu stehst. Allerdings ist es nicht furchtbar langweilig. Das ist ja auch irgendwie so, ich mache nichts, habe mich jetzt bei Beauty and the Nerd beworben und lieg hier auch rum. Ja, ähnlich spannend wie die Nerds manchmal. Wir mischen gar nicht. Statt dann allerdings zu putzen und aufzuräumen, wird Salvatore dann mal ganz kurz zeigen, wie er für gute Gerüche in seinem Zuhause wahrscheinlich sorgt, indem er sich ganz viel einparfümiert und dann vor dem Ventilator stellt. Das ist ein guter Trick, ne? Nee, von ihm ganz sicher. Von ihm nehme ich ganz sicher keine Tipps in der Richtung an. Das solltet ihr unbedingt machen, zu Hause oder allgemein, wenn ihr eine gewisse Markierung vornehmen wollt. Ich will aber nicht, dass sich irgendwelche Leute irgendwo markieren, wenn sie sind. Also schön mit Parfüm wiedererkennen, ganz toll. Also sich extra viel eindieseln, um sich dann irgendwo rumzureiben und es überall zu versprühen. Nee, Salvatore, nein, danke. Die fanden das richtig cool. Also ich glaube, sowas haben die auch noch nicht gesehen. Und ich liebe seine Selbstüberschätzung. Also, was macht der da? Und er so, war mega geil, ne? Nein. Kim hat dann allerdings ja nochmal festgestellt, ey, wir haben ja hier eine Nerdin jetzt, Leute. Die kennt jetzt die Nerds auch ein bisschen. Die muss sich doch schockverliebt haben bestimmt, oder? Also machen doch die Nerds untereinander, paaren sich doch auch. Ich würde sagen, Mike, Kilian und Colin finde ich ganz gut. Jetzt muss man sagen, ob es einer von denen ist. Kilian, Colin? Ja, also ich finde alle sympathisch. Also ich habe da jetzt nicht, wo ich jetzt sagen muss, so, auf den stehe ich jetzt oder so. Und Kim kurz verwirrt, hey, aber du hast doch jetzt Männer kennengelernt. Da musst du doch sofort ein Favorite haben und Attacke. Das ist doch, warum machst du das nicht? Ich meine doch nur vom Dings, vom Optischen her. Wir können sowieso nie beim Flirten oder beim Typen aussuchen, kannst du ja nie direkt den Charakter sehen. Du musst erstmal gucken, wer sieht ganz gut aus und dann kannst du dich ranpirschen und mal gucken, ob der Charakter Schrott ist oder gut ist. Und ich liebe es, wie sie es wahrscheinlich genau andersrum macht. Sie geht auf alle Typen zu, unterhält sich mit denen, checkt ein bisschen den Charakter aus und dann, wo ihr Charakter gefällt, bleibt sie einfach länger und überspringt diesen ganzen optischen Teil. Ja, und das wird wahrscheinlich auch die bessere Lösung sein. Versuch einfach mal ein bisschen weniger Sexobjekt sein zu wollen. Die findet den Kilian und meinen Tortellini sogar gut. Ich glaube, das sind genau die, die auch dich ganz gut finden. Das wäre ja voll das Match, dann kannst du nur noch aussuchen. Mega, mach das einfach. Schnappt ihr Kilian oder Colin einen von... Warte, hat Colin nicht einfach mit dem Typen rumgeknutscht? Ist er vielleicht einfach auch gay? Das wäre auch witzig. Ja, vielleicht ist er auch bi. Man weiß nicht, ist ja eigentlich auch egal. Auf jeden Fall will Kim jetzt forcen, dass hier eine Love Story passiert. Aber das ist vergefällt. Ich glaube, da spielen die Nerds nicht mit. Na gut, überspringen wir das Thema dann allerdings schnell, weil das nächste Spiel steht an, wo man sich safen kann. Und das wird wahrscheinlich wieder eine große Herausforderung. Trommelwirbel bitte. Liebe Beauties, liebe Nerds, it's Party Time. Karaoke ist hier in Thailand eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten. Oh Gott, und Pierre liebt anscheinend Karaoke. Alle dann so, oh no, und Pierre so, ja. Ich bin mindestens einmal die Woche in Düsseldorf im Pub und betreibe da Karaoke. We are the strongest. Okay, also Textsicherheit ist schon mal nicht da. Oder Gesangstalent. Aber immerhin ist er mit Begeisterung dabei. Und so funktioniert es. Die Beauties bekommen Songs aufs Ohr, die sie mit Leibeskräften performen müssen. Was dann für die Nerds in etwa so klingt. Oh, sie müssen es pantomimisch darstellen, den Song.
Das könnte schwierig werden. Ich kann mir sogar vorstellen, selbst wenn die Beauties es singen würden, würden die Nerds es nicht unbedingt erkennen. Ja, das wird dann wirklich schwer. Ach du Kacke. Wieso habe ich das Gefühl, dass die gleich nass wird? Warum sieht das hier so scheiße aus? Ja, dieses Gefühl kann einen beschleichen, wenn man so eine Box sieht. Das richtige Problem war, es war dann allerdings nicht nur Wasser. Eine Sache wäre da noch. Die Dachluke. Hierdurch bekommen die Beauties eimerweise Bewegungsansporn. Und zwar in ganz vielfältiger und faltiger Form. Irgendwie haben viel zu viele Sender viel zu lange Dschungelcamp geguckt, weil sie gedacht haben, das ist jetzt schon normal. Also Dschungelcamp war früher das Extrem, wo man sowas bekommen hat. Und heutzutage ein Gefühl dieser Sendung, ja, wir schütten einfach mal 10 Kilometer nochmal drüber und irgend so ein Teer. Ja, macht man heutzutage so. Boah, jetzt wird's ekelhaft, Mann. Einmal some flowers. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob Shelly verstanden hat, dass sie es nicht singen braucht, weil er das ja nicht hört, sondern sie es pantomimisch darstellen soll. Wenn sie so ein bisschen zu dem Song abgeht, ja, wie sollst du denn darauf kommen? I can buy myself flowers. Pray for money? I don't know. Ich hab Spaß, du glaube ich weniger. Ich hatte Maden. Ja, das ist dann glaube ich weniger Spaß. Aber glücklicherweise, ey, Kim, Virginia und Linda waren beide schon mal im Dschungel. Für die ist das quasi nach Hause kommen wahrscheinlich. Bei dem Maden war komplett verjagt. Okay, und Salvatore scheint nicht so geeignet für den Dschungel zu sein. Oder perfekt geeignet, je nachdem wie man sieht. Ugly, Spaghetti. Ich liebe es. Es kommt so Spaghetti runter, auf sie drauf geregnet. Und er so, ist der Song vielleicht Spaghetti? Wie? Sie hat nichts dafür getan. Also, welcher Song heißt? Gibt es einen guten Song, der Spaghetti heißt? Leute, schreibt es in den Kommentar, bitte. Oh, bist du dumm. Barbie Girl, Junge, da steht eine Barbie drin, die singt auch noch Barbie Girl. Da kann man noch drauf kommen. Nein, weil du hast wirklich anscheinend nicht gerafft, was er dich nicht hört. Pantomimisch. Nein. Oh Gott, nein, Shelly. Und jetzt so, boah, ist der dumm, warum kommt ihr nicht darauf, wenn ich mache? Das war eindeutig Barbie Girl. Haare, lange Haare. Das ist, ich habe manchmal so einen anderen Eindruck, dass er denkt, keine Ahnung, dass wir jetzt irgendwie dumm oder so. Ja, ich glaube, dieser Eindruck ist richtig, dass Salvatore sowas denkt. Also da wirkt auch so, dass er sich als was Cooleres, Besseres darstellen will oder auch Besseres fühlt als die Nerds. Und er so, ja, ja, die kleinen Süßen, aber ich bin hier der Macker. Ja, aber dabei kann Salvatore auch nicht so viel. Ich bin einer, der ich denke nicht viel nach. Shake, ja, ich hoffe, Shake ist richtig, da haben wir einen richtig. Wow, hast du Shake von gesagt? Wie viele? Ich hab Shaken gesagt, ja. Shake, hast du nicht gesagt Shake? Shake. Shake hast du nicht gesagt? Ich weiß nicht, ob ich Shake gesagt habe. Ich weiß, dass ich Shake... Selbst wenn sie Shake gesagt hätte, Salvatore, ist es offensichtlich falsch. Guck, ihr hört jetzt alle nur diese Szene. Es geht um einen Song mit Shake. Da weiß doch wahrscheinlich jeder von euch jetzt, es ist Shake It Off und nicht Shake. Aber Salvatore enttäuscht. Oh, wie kannst du nur Shake sagen und nicht Shake? Shake ist der Song. Ist er nicht? Ich weiß nicht, ob ich lachen soll. Sorry, ich muss gerade lachen. Wenn mir Maden, auch meine tote Maden, die nach Scheiße stinken, mir ins Gesicht geschmissen werden und ich muss dann gleichzeitig irgendjemand, der gar keine Ahnung von nichts hat, in der Geschichte noch irgendwas was vorsingen. Oh, die sind auch echt kein gutes Team. Auch wieder, es ist einfach so gesagt, ja, die hat keine Ahnung von nichts. Salvatore, du doch offensichtlich auch nicht. Du hast das Spiel nicht mal richtig hingekriegt. Also klar, sie muss auch gut erraten können, aber deine pantomimischen Künste waren jetzt auch nicht wirklich... toll. Ich stand da total überfordert, kann nichts hören. Shelly soll irgendwie mit... irgendwie. Ich bin Nelly, aber okay. Tut mir leid, Nelly. Okay, und das Team hat wahrscheinlich auch noch nicht so viel miteinander kommuniziert. Wie heißt du nochmal? Weil ich jetzt noch zu ihm gehen und ihm dann so sagen, hey, guck mal, du hast dein Bestes gegeben. Also, ich kann's nicht. Ich kann es einfach nicht mehr. Dieses Nichts-Sagen, Nichts-Machen, so, ja, dann ist es halt so, ne? Ja, dann hast du halt die ganze Scheiße abbekommen und ich habe nichts gemacht, dann ist es halt so, ne? Würde mich allerdings auch ein bisschen frustrieren. Also, das ist also nicht nur, dass ja unterschiedliche Welten würden aufeinandertreffen. Die Nerds sind ja auch wirklich teilweise sehr lustlos. Also, manche sind ja so, oh, warum bin ich eigentlich hier? Tschüss! Also, da passiert ja nicht viel. Die reden nicht so viel. Die sind jetzt, also, man muss ja nicht immer extrovertiert sein, aber... irgendwas zu machen, wäre halt schon praktisch, mit dem du auch arbeiten kannst als Teampartner. Platz 5 mit 0 Punkten, Salvatore und Joel und Shelly und Sam. Krass, Alter. Ja, das ist wirklich krass, 0 Punkte. Vor allem, ja, Shelly und Sam. Sam ist jetzt auch nicht gerade die Quasselstrippe. Da ist auch nicht viel passiert. Obwohl, Shelly hat ja auch das Spiel nicht verstanden. Und der Sieg geht an Linda und Pierre. Ja,
Aber zweiter Platz gar nicht schlecht. Aber Linda und Pia sind halt schon wieder gesaved. Also die gewinnen eigentlich gefühlt jedes Spiel. Yay. Ey, Leute, es tut mir echt leid, wirklich jetzt auch um jeden, der noch hier mit drin sitzt und nicht safe ist. Ernsthaft, tut mir echt leid. Echt wirklich. Das ist super unsensibel. Nein, es ist zwar so. So richtig unsensibel, ja. Gerade Pia. Ja, definitiv. Und oh Gott, die sind manchmal wirklich so sozial inkompatibel. Ja, ich hab gewonnen, ich bin safe. Ey, es tut mir voll leid für alle, die nicht safe sind gerade. Es muss sich richtig scheiße anfühlen. Ja. Ich heul gleich. Kam und das, was du so gesagt hast, so, ja, sie weiß nicht, sie kennt das hier nicht und alles. Ja, ein Teil stimmt ja, ich kenne das ja nicht und so ist es nicht. Aber wie du es rüberbringst, fand ich einfach echt scheiße. Ah, ich weiß, tut mir leid. Sie ist halt ein bisschen einfacher gestrickt. Ich respektiere sie genauso, wie sie ist und ich mag sie so, wie sie ist. Tust du ja nicht, du respektierst sie nicht so, wie sie ist, sondern machst sie dafür runter für ihre Schwächen, die du siehst. Und gleichzeitig auch so, boah, es tut mir voll leid. Und im Interview sofort, sie ist einfacher gestrickt. Also, ich glaube, ihm tut einfach gar nichts leid. Ich glaube, der weiß das Problem nicht mal. Ich bereue in dem Sinne nix. Warum auch? Nelly ist allerdings jetzt schon so, okay, wir werden auf jeden Fall rausfliegen. Ich und Mike, wir haben verkackt, das wird ja nie was werden. Bereiten wir uns schon mal für die Exit-Challenge vor. Wir machen hier so ein kleines Quiz, wie die ganzen Beauty-Produkte aussehen. Das wirkt jetzt sehr hell. Da würde ich vermuten, das ist Highlighter. Mike, wie kann das Highlighter sein? Gehe ich so raus? Kurze Aussage, wenn du ja gar nichts mit Beauty-Themen dran hast, also du weißt, wenn du nicht weißt, wofür etwas ist, dann kannst du schmeißt einfach Begriffe um dich. Aber die Frauen so, bei den ganzen Nerd-Themen sind so, was soll das, worüber reden die? Aber wenn es um Schminkthemen geht, denk mal nach, ist doch offensichtlich, Highlighter kommt zum Schluss drauf. Hä? Highlighter ist halt, du setzt halt damit Highlights. Wow, eine tolle Eselsbrücke. Das wird er nie wieder vergessen. Obwohl es ist dann jetzt wirklich übelst naheliegend, das kann man ja nicht mehr vergessen. Also, was macht der Highlighter? Scheiße, ich hab schon wieder vergessen. Oh Gott, also wie kann das passieren? Ja, damit musst du dann arbeiten. Hui, also schön, wenn es Schwächen gibt, aber wenn du dann mit denen so kleine Basic-Dinge durchgehst, also hey, 1 plus 1 ist 2 und dann wirst du später nochmal gefragt, da bin ich raus. Das ist auch echt schwer. Doch, genug allerdings wieder gelernt. Es ist wieder Zeit für Spaß. Und deswegen hat sich die Produktion was richtig Tolles ausgedacht. Oh. Denn für eine Extraportion Wahrheit oder Pflicht ist man schließlich nie zu alt. Bin ich raus. Ja, verstehe ich. Hör mal zu. Nein, bin ich raus. Hör doch mal zu. Ist mir egal, nein. Sag doch nicht von Anfang an kategorisch nein. Probier's doch mal, Schatz. Ja, ich setze mich gerne am Rand mit dazu, aber ich spiele nicht mit. Hör doch mal zu. Nein, ja. Linda, Ende. Ja. Okay, und da möchte dann jemand nicht mit teilnehmen. Also immer setzt er sich dazu, aber Pierre scheint von dieser Idee nicht komplett begeistert zu sein. Zieht die Stimmung ein bisschen runter, aber ist ja auch sein gutes Recht. Also er kann ja sagen, möchte ich nicht machen, ist ja alles fein. Wen magst du am wenigsten in der Villa? Boah, das ist so asozial. Und 3 Sekunden später so, dich. Ja, sie sind immer so, nein, das ist ja so schwer zu beantworten. Ich weiß zwar die Antwort super und das wissen eigentlich auch schon alle, aber machen wir mal. Jetzt der Stand dich. Dieses Drübersein einfach, ich mag das einfach nicht. Ich bin ein bisschen zu viel und wenn ich zu viel bin, dann ist sie hier anscheinend ein bisschen zu wenig. Das ist nicht die logische Konsequenz, Kim. Nein, man kann auch einfach am normalen, durchschnittlichen Level sein und du bist da einfach zu viel. Colin darf dann übrigens noch eine Knoblauchzehe essen, aber weil es keine gibt, soll er mal eine Zwiebel beißen. Warum auch nicht? Macht da. Boah, es hat so richtig gecruncht. Ja. Sehr gut. Ja, Respekt. Können wir morgen ein Schachbrett haben? Ich würde mal gerne gegen jede Beauty Schach spielen. Oh. Man soll sich nicht so einscheißen. Der hat immer irgendwas, was er nicht geil findet und weshalb er immer sagen muss, nein. Oh Gott, und das ist auch ein Stimmungsklar. Er sitzt wirklich daneben und hat da die ganze Zeit Kommentare eingeworfen. Können wir mal was Cooleres machen? Ich habe hierauf keine Lust. Mann. Also, und dann solche Vorschläge ist so, alle haben gerade mit dem Spiel Spaß und dann wirklich so ein miese Peter? Nee, Pierre. Täusche einen Orgasmus vor. Oh yes, das war ja. Oh, okay, da bin ich kurz auf Pias Seite. Das wird jetzt wahrscheinlich richtig schlimm. Wir sind bereit. Deinen Orgasmus. Ja, das ist meiner. Oh. Oh, Junge. Gut, ich möchte dazu nichts sagen. Einfach nur Wahnsinn. Das war lang und schmerzhaft. Und irgendwie fand sie das auch geil, ja? Boah, ich muss echt sagen, sein Tanz war super scheiße.
Und ich liebe die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung bei Salvatore. Aber auch Salvatore muss tanzen und zieht sich ein bisschen aus. Die Frauen feiern alle mit für den Spaß. Und die Nerds sind da so. Ja, das Schachspiel von Pierre war eigentlich gar nicht so eine dumme Idee. Gibt uns doch auch mal Spiele, auf die wir Nerds Bock haben, ganz ehrlich. Einfach so ungehobelter Mensch, einfach so. Keine Ahnung hat, wann die Klappe zu halten ist. Pierre, ihr hattet doch gestern erst die Talentshow, oder nicht? Die nur für euch Nerds war und die auch super langweilig war. Aber kaum haben die jetzt mal was anderes, was wieder für die Beauties ist, ist er so genervt. Und vor allem bei den ganzen Talentsachen machen die Beauties ja auch richtig krass mit. Ich weiß nicht wieso. Ich krieg's gerade hin, die alle anderen Nerds im Kopf zu haben. Aber vergisst du von euch Blondies immer die Namen. Wow, die sind die beiden Favoriten, die beiden Blondies. Aber es ist so, wie heißen die nochmal? Es sind anscheinend wirklich krasse Favoriten. Würdest du eigentlich sagen, dass du einen großen Freundeskreis hast? Ja, schon. Ich habe noch nicht mal einen Kreis. Ich habe eine beste Freundin, das war's. Oh, Baby. Also es gibt ja Menschen, die mit voll klarkommen, aber es bin ich so immer. Was? Ich würde durchdrehen, wenn ich nur so eine Person, eine Bezugsperson hätte. Also überhaupt nur eine, nicht nur eine Bezugsperson, sondern nur eine Person. Also, was ist so, wenn du mal mit anderen Leuten was machen willst und es sind einfach keine anderen Leute da? Oh, no. Also ich bin das komplette Gegenteil. Einfach viel zu gesellig für sowas und bin so, hallo, wir kennen uns 2 Minuten, du bist jetzt mein neuer bester Freund. Und nicht sowas. Also, nicht so krass, Leute, ne? Aber das tut mir irgendwie voll leid. Also, ich hoffe, es ist nicht so schlimm für ihn. Also, langsam wird es echt ein bisschen zu viel, Linda. Ich kann nichts dagegen machen. Nee, Linda, langsam musst du ein bisschen die Leine anziehen. Ich versuche ihm schon seit Tag 1, ihm zu sagen, dass Taktgefühl, bisschen Dings. Also, Taktgefühl ist gleich null, wirklich. Ja, da sollte Linda nochmal bei Pierre intervenieren, dass er halt mal ein bisschen sozial kompatibler wird. Und jetzt, es wirkt natürlich kurz aus dem Nichts so, dass Pierre sozial inkompatibel ist und weil es in den vorigen Folgen nicht so stark war. Aber wenn ich das jetzt so sehe und mich dann erinnere, wie er auf dem Event auch war, bin ich so, ja, irgendwie passt das ein bisschen. Was glaubst du, wie deine Beliebtheit in der Villa ist? Bei den Nerds vielleicht einigermaßen in Ordnung, bei den Beauties komplett unbeliebt. Du bist auch bei den Nerds unbeliebt. Echt? Ja. Gut, dann ist das halt so. Nein, es ist nicht einfach halt so. Das ist irgendwie der Standardspruch bei allen Nerds auch. So, echt? Ja, dann ist das halt so. Also so, als ob ihre eigenen Aktionen nichts ändern könnte. Der Outcome von Spielen, ach so, ja, dann ist das halt so. Oh, ich bin unbeliebt, ja, dann ist das halt so. Also man kann ja irgendwie versuchen, sich, also man muss es natürlich nicht. Du musst dich ja nicht bei Leuten beliebt machen, die du auch nicht magst. Aber wenn du ja die anderen nett findest und da selber die ganze Zeit aneckst, kannst du ja versuchen, dein Verhalten ein bisschen anzupassen. Ach so. Weißt du, was ich meine? Nein. Solange du dir deiner Sache nicht sicher bist, ist es nicht gut, wenn du dich da drinnen unsympathisch machst. Dieses arrogante Verhalten, nachdem er weiß, dass er safe ist. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen problematisch. Vor allem, wenn sie dann nicht mehr safe sind, sind die Ersten, die rausfliegen werden. Es gibt manchmal signifikante Dinge, da sollte man wirklich die Klappe halten. Ich möchte dir... Nein, Pierre, manchmal einfach nur leise sein. Das ist genau das, was ich dir gerade versuche zu sagen. Ja, er möchte sich das so erklären. Hey, ja, aber so ist das halt ein bisschen bei mir. Und ich glaube, Pierre ist wahrscheinlich super unsicher und möchte damit auch irgendwie ein bisschen so eine harte Schale zeigen, dass man ihn dann nicht richtig angreifen kann. Aber diese harte Schale verschreckt irgendwie die anderen wahrscheinlich auch ein bisschen, ne? Auch über die Spiele, die hier gespielt werden, das gehört dazu. Okay. Wenn du dich getriggert fühlst, weil du etwas nicht machen möchtest, du wirst nicht gezwungen. Aber dich dahinzustellen, um eine Revolte anzuzetteln, nur weil dir das gerade nicht passt, ist dir aufgefallen, dass der ganze Rest spielen wollte, außer du? Außer dir. Aber ja, das ist ihm wahrscheinlich nicht aufgefallen und er hatte so ein bisschen, ich habe da keinen Bock drauf und deswegen müssten wir jetzt was anderes machen, Ding. Ist natürlich uncool. Vor allem, es wird ja eh nichts anderes gemacht, sondern einfach nur die Laune von allen dann verdorben, weil er schlechte Laune hat oder weil er etwas nicht möchte. Ich finde gut, eigentlich auch jetzt, also, dass man dieses Gespräch sieht. Klar ist Linda vielleicht auch ein bisschen vielleicht zu harsch, dass Pierre jetzt so wirkt, so, oh nein, hallo, nein, mach mich nicht so fertig. Aber ich finde eigentlich gut, dass sie da mal klare Worte findet. Linda hat mir gerade so ein bisschen den Kopf gewaschen und die hat auch erst mit ihm was gesagt. Jungs, Colin, ganz ehrlich, verpiss mich einfach gerade. Wieso? Was ist denn los? Komm her. Pierre, was ist los? Was passiert? Oh, das Colin trotzdem für ihn da. Vor allem so viel zu sozial inkompatibel. Pierre, kurz traurig. Er könnte auch sagen, Colin, magst du bitte gerade kurz gehen? Nein, verpiss dich bitte gerade. Okay, ja. Aber Colin bleibt und kümmert sich jetzt um Pierre, um den wieder ein bisschen aufzupäppeln. Mich war es bis jetzt immer überhaupt, um wahrgenommen zu werden. Ja. In Wirklichkeit nur Leistung zu zeigen und wirklich. Ja. Top. Du hattest ein bisschen Angst, nicht dazu zu gehören. Kann das sein? Guck mal, komm mich ran. Komm her. Oh, und ich lieb's ein bisschen, wie die den wieder so trösten. Das ist doch richtig süß. Und ich kann mir auch vorstellen, also
es ist jetzt ein naheliegender Gedanke, dass Pierre vielleicht wegen seines Äußeren irgendwie mal in der Vergangenheit ausgeschlossen wurde häufig oder niedergemacht wurde und dann wollte er zeigen, hey, ich kann was, ich profiliere mich darüber, dass ich Dinge kann, Dinge weiß, sonstiges und eine starke Meinung habe oder eine starke Außenwahrnehmung ausstrahlen möchte und deswegen natürlich dann aber bei anderen Leuten aneckt, die ihn halt nicht für sein Aussehen mobben, weil sie sind so, was ist denn mit dem los? Zum Glück wurde er dann allerdings ausreichend getröstet und es konnten dann alle beruhigt wieder schlafen gehen und das bedeutet, es ist Zeit für einen Weckruf. Und jetzt einmal einen schönen guten Laune-Song am Morgen, habt viel Spaß, genießt den Song und startet hoffentlich gut in den Tag. I am the Horseman! Stell dir mal ganz kurz vor, du bist noch in deinen süßen Träumen und wirst davon geweckt. Da würde ich ja auch kurz ausrasten. Habe ich aber gerade gesehen, dass Colin und Kim Virginia in dieses Doppelzimmer eingezogen sind. Die müssen nicht mehr draußen auf der Veranda schlafen, weil das Bett frei geworden ist. Nice. Als erstes steht eine Challenge an. Mit dem geschmackvollen Namen Cannibal Lecter. Mein Gott. Nein, keine Angst. Niemand wird gefressen. Ihr knabbert nur an euch herum. Das klingt jetzt aber auch nicht unbedingt toll. Also ich weiß nicht, ob ich das machen wollen würde. Oh. Am Buddy-Buffet ist Aufessen Pflicht. Angelutscht oder ausgespuckt wird nicht gewertet. Und deswegen müssen die jetzt alle da wirklich an den angeklebten Sachen das alles wegsnacken und wenn es ekelhaft schmeckt, trotzdem runterschlucken. Okay, was müssen die dann noch machen? Danach sich merken, was sie gegessen haben und es richtig aufschreiben. Das wird ein Spaß. Oh Gott, jetzt lecken die hier rum. Ja, dieser Knoblauch hat mir echt den Rest gegeben. Ich kotze gleich. Ich mein's bei Ernst, mir sammelt sich richtig Saft einfach. Ich war so dumm, dass ich den am Anfang gegessen habe. Das klingt doch ziemlich dumm. Also manchmal sind die auch wirklich so, wir machen einfach mal. Oh, ich hätte mein Gehirn vielleicht mal kurz 2 Sekunden benutzen sollen. Das wäre klug gewesen. Hopp, beiß mal weg, beiß weg. Schnell, 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 schnell. Egal, friss einfach. Komm, 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 komm. Sah bestimmt komisch aus, wie der eine dem anderen was abgeknabbert hat. Ja, und ich glaube, es sollte auch so aussehen. Aber es war kurz so, was ist das? Warum? Wie war? Huh. Gut, dass wir gestern schon gelernt haben, wie er klingt, wenn er stöhnt und einen Orgasmus hat. Natürlich will man da mal aufsatteln. Noch Wassermelone, Ananas, ich hab noch geile Sachen. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Das ist keine Wassermelone. Ja. Die gute alte Kotzfrucht. Ich frag mich, also ist das eigentlich eine Delikatesse irgendwo, weil sonst muss es einfach eine Frucht sein. Irgendjemand hat reingebissen. War, oh Gott, das ist ja das super ekelhaft, was er je gegessen hat, probier mal. Die andere Person hat auch eingebissen, war auch super ekelhaft. Und dann so, lass es trotzdem mal verkaufen. Weil, wieso kennt das sonst jeder, also in diesem Bereich? Keine Ahnung, wie man die schreibt. Man weiß grundlegende Dinge, zum Beispiel, dass man Brokkoli mit K schreibt, ja. Jetzt lecker. Oh. Und deswegen zählt Brokkoli nicht, weil du alles richtig schreiben musstest. Also sie musste es nicht nur essen und merken und identifizieren, sondern auch die Beauties dann richtig aufschreiben. Die Beauties sind ja immer die Dümmeren, ne? Also meine Rechtschreibung ist absolut nicht die beste. Die ist okay, aber auch nicht die schlechteste, denke ich. Da sind auch andere Beauties hier im Haus, die sicherlich schlechter schreiben wie ich. Zwiebel, ja? Ich weiß nicht, ob das Z richtig geschrieben ist. Ist Z so geschrieben oder so? Hast du gerade gefragt, ob der Buchstabe Z von dir richtig geschrieben wurde? Also das Problem gerade ist, sieht der Buchstabe so aus? Das ist einfach ein anderes Problem für Rechtschreibung jetzt langsam. Radieschen. Oh mein Gott, ich habe noch nie jemanden gesehen, der Radieschen so falsch geschrieben hat. Radieschen. Ja, das ist irgendwie eher ein Land, wo Radieschen wachsen, ne? Ich weiß einfach nicht mal, was ich alles gegessen habe. Aus meiner Freundesgruppe sagen alle immer, ich bin die schnellste, also die, nein, warte, stopp. Aus meiner Freundesgruppe sagen die und ich, dass ich einfach die am leichtesten vergesslichste bin. Ist das der richtige Satz, den sie sagen wollte? Ich liebe es, dass sie, während sie es erklären wollte, dass sie vergesslich ist, vergessen hat, was sie dazu immer sagen. Das ist wirklich, es war jetzt ein sehr gutes Beispiel. Salis wird aber mit PF geschrieben, mit PFI. PH. Wie Pfirsich. Nein. Und Salis. Und ich meine, nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Linda hat recht. Ja, Gott sei Dank hat sie sich durchgesetzt. Haben wir es nochmal klar gemacht. Mir hat irgendjemand übrigens in den Kommentar geschrieben, also Linda und Pierre machen mit, obwohl sie safe sind, weil wenn sie nochmal gewinnen würden, dürften sie jemanden rauskicken. Anscheinend war es in vergangenen Staffeln so. Good to know, merken wir uns, dann beschweren wir uns nicht mehr. Alter, wir haben Brokkoli vergessen. Wir haben Brokkoli vergessen. Also ich habe einfach gemerkt, als Hilfe bist du wirklich super gut, als Hilfe. Aber als Ergänzung für meine Schwächen
passt das nicht. Vor allem auch, du bist als Hilfe super gut. Nicht als gleichwertige Teampartnerin, nein, du bist nur die Hilfe. Und dann bist du auch noch schlecht, seine Schwächen auszugleichen. Schämst du dich nicht? Vor allem, habt ihr gesehen, wie viel er da falsch geschrieben hat? Ja, ich glaube, in dem Spiel war nicht sie das Problem. Also ich sag euch ehrlich, ich finde, ich mache nichts falsch. Ich habe jetzt echt von dir erwartet, dass du mir da, dass du nochmal abcheckst und sagst, ey, ich hab's Minze. Ich habe gedacht, du hast es aufgeschrieben und dann habe ich extra Minze hast du vergessen, Brokkoli hast du vergessen. Zwei Punkte, ganz einfache Punkte, die wir jetzt verschenkt haben. Wegen dir werden wir also wieder verlieren. Ach, Salvatore, wirklich. So baut man kein Teamgefühl auf mit seiner Nerdin, wenn du sie die ganze Zeit runter machst. Vor allem ist es auch für sie wahrscheinlich, guck mal, die ist zum ersten Mal im Fernsehen, die sind eh alle natürlich ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen schüchterner. Und dann hast du so einen Beauty-Typen daneben dir, der dich die ganze Zeit runter macht. Die denkt sich auch so, warum bin ich überhaupt hier? Danke für gar nichts, ich gehe freiwillig bald. Wirklich. Dann sollen sie alle ihren Dreck alleine machen. Das ist gut. Das ist schwierig, mit jemandem so auszukommen, der halt so oft negativ ist. Da finde ich gut, dass alle anderen für sie noch mal ganz kurz da sind, aber Salvatore juckt es wahrscheinlich auch wieder gar nicht. Was ist denn los, Leute? Was ist denn? Ja, also deine Art ist halt mit jetzt einem Teamkameraden nicht immer unbedingt die beste. Joel meinte auch so ein bisschen negativ, ein bisschen zu sehr Sport anspornen. Es muss mehr auf gleicher Augenhöhe sein. Gute Message, aber irgendwie auch ein bisschen komisch rübergetragen. So, hey, wenn es okay für dich wäre, wäre schön, wenn. So wirkt es gerade so ein bisschen. Vielleicht hätte dann eine Beauty hingehen sollen. So eine Kim Virginia und einfach mal Einlauf geben. Wäre vielleicht besser gekommen. Aber die Frage ist auch so, die Nerds respektiert jetzt Salvatore nicht, weil sie Nerds sind. Die Frauen wahrscheinlich nicht, weil sie Frauen sind. Ja, ob der sich von irgendjemandem was sagen lässt? Große Herausforderung für mich hier. Die Kraft zu haben, dauernd, durchgehend die Ruhe zu bewahren, jederzeit gegenüber meiner Nerdin, weil die sehr sensibel ist. Eher ein bisschen problematisch, dass du so viel Kraft dafür brauchst, die Ruhe zu bewahren, wenn sie in Spielen etwas schlechter ist. Also, ich verstehe es bei den Nerdin ein bisschen, wo die Nerds so gar nichts machen, aber sie versucht es ja wenigstens und gibt ihr Bestes. Man sieht es ja und dann läuft es halt nicht immer so und dann einfach richtig sauer zu werden. Also notfalls, wenn du sauer bist, sag einfach gar nichts, anstatt sie dann auch noch runterzumachen. Aber sowas ist ja Quatsch. Machen wir es kurz und scherzlos. Die Sieger heißen diesmal Kim und Colin. Und damit sind die beiden safe. Und Salvatore, selbst mit den zwei Punkten, die du versemmelt hast, also deine Teamkameradin, wird dir weiterhin auf dem letzten Platz gewesen, weil du super schlecht am Schreiben warst. Kalaka Bang Bang, Glückwunsch. Oh, danke schön. Oh, fuck, Alter. Und das wirkt jetzt auch wieder das fakigste Glückwunsch, was wir seit langer Zeit gesehen haben, ne? Definitiv. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, wie ich da mit der Joelle 8 Punkte nur erreicht habe. Ich meine, wir hatten über 15 Begriffe aufgeschrieben. Also in so schlechten Rechtschreibungen bin ich auch nicht. Tatsächlich halt schon. Ich meine, er hat frische Bohnen aufgeschrieben mit CH oder Aubergine mit O oder Brokkoli mit einem K oder er hat alles, glaube ich, falsch geschrieben. Loser. So, dann jetzt aber schnell nochmal ein bisschen Deep Talk. Warum auch nicht? Ich habe meinen leiblichen Vater seit 12 Jahren nicht gesehen. Der hat mich mit 16 Müllsäcken vor die Tür geschickt und dann tschüss. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Und deine Mutter, wo war die? Die hatte Krebs. Das ist gerade so schade, weil wenn unser Verhältnis gut wäre, hätte ich dich in den Arm genommen. Aber du kannst sie doch auch in den Arm nehmen, wenn euer Verhältnis schlecht ist, wenn es dich jetzt irgendwie bedrückt und du für kurz da sein willst. Also du kannst ja trotzdem eine schlechte Bindung zu jemandem haben und dann merken, oh, das ist eine traurige Geschichte, ich bin kurz für dich da, vor allem wenn du es möchtest. Ich knuddel mich einfach nur ein bisschen, ich brauche das gerade. Kim, ich vertraue dir jetzt einfach, dass du jetzt gerade auch wirklich ehrlich ist. Ja. Dann, ich schwöre. Dann tut's mir leid. Wow. Also da sagt lieber besser gar nichts denn da. Wie kommt das denn rüber? Ich vertraue dir jetzt mal, dass du mich gerade nicht anlügst, weil dann tut's mir. Es tut mir dann leid. Wow, ja, davon kann sich Kim was kaufen. Oh mein Gott, danke, Linda, mein Leben ist aufgewertet. Also da kannst du auch wirklich sparen. Oh, das ist so süß, was du sagst. Manchmal so deine Show, deine Sachen, ich weiß manchmal nicht, was ist was, was ist hier. Ist unabhängig, ich weiß das aber nicht. Ich mag sie doch eigentlich, was, die ist voll cool und ich will auch nicht, dass sie fliegt, ich will, dass sie hier bleibt. Währenddessen ich wieder nach da sitzen und uns deswegen wegen irgendeiner dummen Sache streiten wollen. Wow, und jetzt hat Linda das Gespräch irgendwie direkt genutzt, um wieder sich anzunähern mit Kim, dass sie sich doch mögen. Also sie gibt doch zu, hey, eigentlich mag ich dich, wir streiten wegen dummen Sachen, lass mal nicht mehr machen oder was? Das könnte klappen, verrückterweise. Aber nein, aber selbst hast du gesagt, da habe ich sogar mit Pierre zusammen Witze gemacht. Ich meinte nur Pierre. Aber du hast ohne Witz, ich habe echt mit Kim darüber Witze gemacht, dass sie unsere Lakaien sind. Ja, du bist einfach mal einmal, guck mal, das ist genau das, was ich dir die ganze Zeit sage. Lerne manchmal, Mund zu halten. Weil Linda möchte sich doch gerade mit Kim vertragen, Pierre. Wenn du da jetzt reingrätschst, geht dann alles wieder kaputt.
irgendwie. Aber warum gehst du immer so in Diskussionsmodus? So bin ich. Das ist doch gerade Austauschmodus. So bin ich. Genauso wie du auch in Diskussionsmodus mit anderen gehst. Ich weiß, dass es sich bei mir triggert. Und dass es vielleicht etwas ist. Triggert's gar nicht. Aber es ist meine Art, wie ich rede. Es tut mir leid, wenn es jetzt. Nein, es tut mir leid, wenn es jetzt gerade für dich scheiße ist. Ich bin voll am Chillen. Und dann ist es leider eskaliert. Bei deren Entschuldigungsgespräch, wo die sich annähern sollten, eskaliert es dann wieder direkt. Wow, okay. Also vielleicht sollten die kommen nicht auf einen Nenner, vielleicht sollten sie es auch wirklich einfach lassen. Weißt du, du bist für mich überhaupt nicht wichtig. Aber dann lass es bitte, dann stopp. Aber ich hatte den Eindruck, dass du versucht hast, so ein bisschen über den Tag hinaus dann lass es. Oh, und jetzt möchte Kim Virginia auch nicht mehr reden. Also vor allem diese Annäherung, hey, ich habe gedacht, du willst jetzt mit mir reden. Da habe ich gedacht, komm, mach ich es doch jetzt mal auch. Vor allem auch Kim hat anscheinend mit Babu über ihren Vater gerade geredet, zwar am Essenstisch. Und dann hat Linda das ja auch irgendwie zu ihrem Thema gemacht. Und jetzt streiten sie, glaube ich, wieder darüber, dass sie sich nicht mögen und dass sie beide aufeinander zugehen wollten. Und die beiden so, nee, jeweils sagen sie, nee, das war nicht meine Intention. Leute, ey. Du bist fake und ich bin dumm. Said you were for good. Hey, Schatz. Okay, nein, hör auf. Schatz. Und scheinbar hat Kim auch ein Herz und das ist manchmal zu viel für sie. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man sie auch so jetzt wirklich heulen sieht. Also, okay, man sieht sie nicht heulen, sondern einfach nur ihr Gesicht zusammengedrückt, aber ich glaube, das soll heulen darstellen. Ein bisschen Mitleid zeigen und schon ist dieses Mädchen eine kleine. Aber Linda, dein Mitleid hast du jetzt auch wirklich schenken können. Und dieses Gespräch war auch komplett unnötig, einfach was da passiert ist. Ach. Ich habe echt Schmerz gehabt für sie. Habe ich immer noch, ehrlich. Sie hat das einfach nur als hübschen Übergang genommen, meine private Story. Die hat das einfach genutzt, um ihre ganzen Psycho-Balla-Balla-Sachen, die sie die ganzen Tage in ihrem Kopf angefressen hat, bei mir einmal abzuladen. Und so kam es dann natürlich auch bei Kim an, was natürlich jetzt auch nicht super hilfreich ist. Ja, also es war auch irgendwie ein komisches Einmischen von Linda. So, hey, dann tut es mir wirklich leid. Kim so, okay, danke. Und dann Linda, okay, jetzt vertragen wir uns. Und dann kam das dabei raus. Also ich glaube hier, die sollten einfach aus dem Weg gehen. Kim hat auch das Gespräch gesucht und Linda sucht das Gespräch und regt sich dann am Ende darüber auf, dass es nicht so läuft, wie sie es will. Eine neue Challenge, die eher für die Nerds natürlich ist. Es wird dann allerdings auch vorbereitet, nämlich sie sollen jetzt die Beauties kostümieren. Dann gehen wir aber hoch in unser Schlafzimmer, oder? Die Nerds haben 30 Minuten, um für ihre Beauties Superkräfte, Heldenstories und Kostüme zu kreieren. Warum? Also warum sowas? Das ist, wirkt wieder komisch und so einfach aus dem Nichts hingestapelt. Das kann doch nicht so cool werden, oder? Nee. Warte mal, stopp, stopp! Nicht nötig, wir können das binden. Nein, ich mach's damit. Wir können es binden und dann wegschneiden. Warum machst du das denn so kompliziert? Weil ich es so machen möchte. Ist es mein Körper? Ja. Okay. Warum machen wir das nicht einfach so? Lass das doch bitte mich machen. Das sind zwei. Warum lass ihn doch einfach machen, Linda? Du musst doch einfach nur stehen. Am Ende hat es ja Peer hergestellt. Ist doch scheißegal, es wird eh nicht bewertet. Und du hast doch keinen Grund, sich darüber jetzt zu streiten. Vor allem auch, er bindet eine Schnur an dich dran. Ja, es ist dein Körper, aber es ist eine Schnur an deinem Körper. Die eine, die einen Vogel hat. Und unsere Lieblingsfarbe ist rosa. Und unsere Lieblingsfarbe ist rosa. Echt? Das sehe ich jetzt auch nicht so. Dieser kann mit seiner Superkraft Glitzer pupsen. Pups, pups. Von mir aus können sie dann Spagat machen und dann auf den Boden shaken. Es juckt mich gar nicht. Und jetzt auch diese Darstellung. Also ihre Superkraft ist, Glitzer zu pupsen. Also ich weiß nicht, wie das sein muss, da zu sitzen, euch das anzuhören. Also die sitzen ja da jetzt wahrscheinlich so eine halbe Stunde und hören sich jeden Vortrag an. Es ist so, was? Marotte, was redest du? Auf ihren verfluchten Rock der ewigen Blicke. Aber gleichzeitig liegt ein Fluch auf diesen Rock, denn wenn Pinky Promise einmal einen Menschen nicht retten kann, entsteht ein neues Auge. Warte mal, ihre Superkraft ist, dass sie einen Rock trägt mit den Augen, die zeigen, wie sehr sie immer versagt? Geil! Und wurde mit ihrem Sidekick anonym zu Ananas! Ananas. Was sind wir da eigentlich sehend? Also, was passiert da? Ich kann es. Also, Wahrheit oder Pflicht ist schon manchmal so ein bisschen ausgelutscht. Aber das ist. Nee. Ich guck das und bin so. Was passiert da eigentlich? Wir überspringen deswegen mal ein bisschen die Superhelden-Sache. Irgendjemand, Babu hat, glaube ich, gewonnen, weil die ein bisschen genäht haben. Ganz toll. Und wir gehen lieber schnell zu einer Party. Wer ist denn Typ Frau? Schon. Da siehst du mal, ne? Wo ich mir gerade ein bisschen mehr Zeit mache, ist gerade mit Colin. Bist du sicher?
Nee, der hieß anders. Der hieß Kilian. Schon wieder vergessen. Die wahre Liebe zwischen den beiden. Also sie kann sich doch nicht mal den Namen von dem Typen merken, als ob sie da irgendein größeres Interesse hat. Ja, sie verstehen sich wahrscheinlich ein bisschen gut und das war's. Mit Grün? Ich erwarte nicht viel im Leben, weißt du? Treue, Respekt, Loyalität und jemand, der mich nicht stresst. Ich will einfach eine Frau haben, bei der ich auch bleibe, weißt du, die einfach so attraktiv ist, dass ich auch weiß, ich mache keinen Scheiß. Liebe ist, dass sogar da Salvatore der Frau die Bürde gibt. Ich hoffe, du bist so attraktiv und so gut, dass ich dir nicht fremd gehe. Wow, alle Eigenverantwortung schieben wir nochmal weg wie ein echter Mann. Eine Frau ab 21 bis 27 ist die wertvollste Zeit, die eine Frau hat, wo sie alles kriegt und erreichen kann auf ihrer Welt. Alter Salvatore, halt die Fresse, was für ein misogyner Spaß bist du eigentlich wieder? Wirklich, also das muss man einfach mal so sagen. Oh, krass. Die 30 Jahre alt sind, die wollen keine 35-jährige Frau daten oder sowas. Das interessiert mich gar nicht mehr. 35, sag, ah, 35, alles klar, schönen Abend dir noch. Ciao, ich drehe mich um. Was soll ich mit einer 35-Jährigen was anfangen, wenn sie mir nicht mal mehr Kinder mehr schenken kann? Ich glaube, du solltest dich gar nicht fortpflanzen, Salvatore. Das wäre auch ganz, ganz toll. Vor allem, was der Wert einer Frau bei ihm ist einfach nur, ja, du musst im richtigen Alter sein, damit du noch knackig bist und mir Kinder schenken kannst. Ansonsten, du musst auch noch geil sein, damit ich nicht fremd gehe. Salvatore, hörst du dir eigentlich selber zu und denkst mal nach? Was ist das denn? Ein bisschen wurde ihm natürlich der Kopf gewaschen, allerdings kommt er wahrscheinlich auch jetzt nicht so viel an und deswegen, ja, komm, lassen wir das. Also, ich habe einen Zeitumkehrer auf seinen Kissen platziert, weil ich möchte, dass er quasi für sich so die Zeit zurückdrehen kann und immer von vorne anfangen kann. Und das ist mein einziges Harry Potter-Artefakt, was ich mitgenommen habe. No, und das schenkt die Linda jetzt dem Pierre. Sie wird sich wahrscheinlich einen neuen kaufen, wenn sie wieder zu Hause ist. Aber trotzdem süß, so ein bisschen, weil die jetzt auch ein bisschen Streit hatten. Und das war ihre Art, sich zu entschuldigen. Oder sich richtig zu entschuldigen. Hat sie ihn dir geschenkt? Ich glaube, ja. Oh, ist doch cool. Alter. Dann geh dich mal bedanken. No, und Pierre freut sich so richtig, richtig doll. Wahrscheinlich kriegt er solche kleinen Aufmerksamkeiten in der Vergangenheit nicht so oft. Naja, es wurde sich natürlich aber auch jetzt ein bisschen bedankt. War alles schön, wieder alles gut. Die beiden haben sich wieder angefreundet. Und dann machen wir ein bisschen Morgensport im Pool. Bitte alle im Rhythmus. Hallo, dein Einsatz. Und jetzt sag ich. Hallo. Javi Macarena. Dentro vale Hilos Aquina. Gott. Er sollte bitte auch nicht Macarena in Karaoke singen. Das wird ja auch schlimm. Sam hat sich halt heute voll Mühe gegeben mit diesem Aquagym, auch wenn es jetzt nicht der Burner war. Ihr müsst es alle so machen. Liebe es immer, wie Nelly die ganze Zeit im Interview sitzt und die Person hat das heute gemacht und hat sich richtig Mühe gegeben. Es war scheiße, aber sie hat sich Mühe gegeben. Und das sagt sie gefühlt bei jedem Interview. Ja, und dann ist das passiert. Die Person hat alles gegeben. Es war scheiße, aber trotzdem. Tatsächlich sind die ja jetzt morgens aufgestanden, sie haben ein bisschen Aqua-Ding gemacht und dann plötzlich abends in der Folge und die Nominierung stand an. Also der ganze restliche Tag wurde einfach mal ignoriert, aber ist ja nicht so wichtig, wir wollen Nominierungen sehen. Wir haben uns bei der Nominierung sehr stark diesmal auf die Punktetafeln einfach konzentriert und auf die Leute, wo wir das Gefühl hätten, dass wir da in der Exit-Challenge oder generell in Challenges vermutlich die härteste Zeit gegen haben werden. Und das sind ja eindeutig von den Nicht-Safen, Babu und Kilian, die auch bei den Spielen immer weit oben sind. Logisch. Ich würde aber gerne noch ein paar allgemeine Worte verlieren an dich, Salvo. Ich muss sagen, das Frauenbild, was du hast, gefällt mir nicht. Ich finde gut, dass das dann nochmal angesprochen wird, auch vor allem, es kommt trotzdem wahrscheinlich nicht an. Sie wollten mir meine Männlichkeit wegnehmen, ja, in jeder Hinsicht. Sie wollten mich kaputt machen, sie wollten mich zerstören. Ach Gott, das ist so, da merkt man, es kommt nicht an, weil er es gar nicht mal verarbeiten kann, diese Aussagen. Weil sein komisches Selbstbild oder sein Bild von Männlichkeit oder was das alles bedeutet und wie wichtig ihm das ist, viel zu hoch ist. Also bei ihm hoch eingestellt ist, also ne, nicht, dass er super, nein. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist, glaube ich, dann auch ein großes Problem. Also er muss irgendwie, entweder bringt es gar nichts mit ihm zu reden, weil er es nie ankommen wird, oder er muss selber reifen, dass er irgendwann vielleicht die Erkenntnis hat, ey, so wichtig ist es nicht. Bei uns ist die Wahl am Ende auf Salvatore und Joel gefallen. Das hat einfach den Grund, weil, dass wir, glaube ich, mit euch beiden ja einfach bisher am wenigsten, glaube ich, zu tun hatten, groß. Verrückt. Sie sind ja auch in der letzten Folge erst eingezogen. Und nach uns wahrscheinlich auch das stärkste Paar im Haus ist. Also haben wir uns leider, leider, leider für Nelly und Mike entschieden. Das stärkste Paar? Die haben bis jetzt in jedem Spiel verkackt, glaube ich. Also wo ist das ein starkes Paar? Ja, Linda möchte Babu halt nicht haben, rauswählen. Und Kim Virginia ist ja safe. Das wird's eher sein. Ich habe gesehen, wie das Haus danach aussah. Es war schade, dass sich Beauties nicht mit dazugesellt haben. Und auch, dass sie
die Attitüde raushängen lassen, ich räume hier nicht auf, ich mache hier nichts sauber und irgendwer wird meinen Scheiß schon wegmachen. Und das ist wirklich eine schlechte Attitude. Also nochmal einfach mal zu sagen, Leute, ihr wohnt da gemeinsam, macht es sauber. Vor allem, wie unsexy ist das, wenn ihr sagt, oh, also wirklich, oh, wir sind die Beauties, wir sind so geil, wir sind so hübsch. Und können nicht mal aufräumen. Also nicht, weil man das als Frau machen soll, sondern einfach als Mensch. Du musst dich nicht so auftakeln, wie toll und geil du aussiehst und riechst und alles, wenn du im Dreck lebst. Jetzt nicht so sexy. Schlussendlich hatten jetzt allerdings Nelly und Mike und Babu und Kilian die meisten Stimmen. Und das bedeutet, die müssen jetzt in die Exit-Challenge. Wie lautet das Ergebnis? 3 plus 3 mal 3 plus 3. Das war so klar. Oh nein, mein Endgegner. Grundschulmathe. 9. 12. 15. Ich liebe es, wie sie das so fragend antwortet. 15? Könnte das sein? Ja, sie wusste nämlich, Punkt vor Strich, das ist schon mehr, was andere wissen. Und dann hat sie die Grundschulaufgabe gewuppt. Und sie kann sogar Mathematik. Wie lautet das Ergebnis? 5 durch 5 plus 5 plus 5. Boah, wie gemein. Nelly hat doch gerade jetzt schon verraten, dass Punkt vor Strich wichtig ist. Und es ist sowieso in der richtigen Reihenfolge dann. Aber ja, okay, es sind größere Zahlen. Das macht schwieriger. 11. Stark. Wir können Mathematiker werden. Ich liebe es, wenn wir im Trash-TV wirklich das Niedrigste vom Niedrigsten lösen und dann so, Leute, wir sind's einfach. Was wird in der Schule auch Wem-Fall genannt? Ach du Scheiße. Und da merkt man, in ihrem Kopf passiert gerade gar nichts. Sie so, das habe ich noch nie gehört. Was soll das denn sein? Ich weiß es nicht. Dativ, wahrscheinlich voll dumm, aber ich weiß es. Ich weiß auch nicht. Sorry, Mama. Ich glaube, es ist zum ersten Mal vorgekommen, dass bei irgendeiner Grammatikfrage, die ein Wort reinschmeißen, was aus deren Sicht natürlich, oh, weiß ich nicht, ich sage einfach mal irgendein Wort, was meistens nie was damit zu tun hat. Und ich glaube, es ist zum ersten Mal vorgekommen, dass es einfach stimmte. Zufällig. Ellie muss dann irgendwie noch die Namen aller jüngeren Brüder von Mike plötzlich kennen. Also muss sie sich wirklich mal unterhalten. Dann sage ich Ben, Luca, Justin und Lennart. Sind aber jetzt 3. Wie viele haben wir? Ja, 3. Aber ich weiß nicht, ja. Aber die 3, sage ich. Du musst ja die jüngeren Brüder nennen und sie wusste nicht, ob alle jünger sind und einfach mal alle rauskauen, die er hat. Und es war dann richtig. Wofür steht in den sozialen Netzwerken die Abkürzung GRWM? Oh Gott. So habe ich allerdings auch geguckt, als ich die Frage gelesen habe. Ich war so, noch nie gehört. Weißt du, Social Media Superstar Influencer? Keine Ahnung, was wollen die von uns? Get ready with me. Okay, naja. Ja, okay, das kenne ich, aber verstehe ich auch, warum ich das nicht wusste. Wofür steht in den sozialen Netzwerken die Abkürzung OOTD? Outfit of Today. Nein, das ist Outfit of the Day. Und das hat er leider nicht gesagt und es war dann falsch. Hä? Das habe ich doch gesagt. Nein, du hast Two gesagt. Und er so, nein, ich habe The Day gesagt, definitiv. Und dann wurde es 10 Millionen Mal zurückgespult und gezeigt. Today. Und dann hat er nicht The Day gesagt. Welche Art von Extensions trägt Nelly? Nelly hat Wimpern-Extensions und Haar-Extensions. Ja, welche Art? Da gibt es unterschiedliche Arten? Ich dachte, Extensions sind einfach rein und fertig. Oh Mann, das ist... Also, ich bin echt zu viel Nerd für diese Sendung. Ich glaube, Striped Extensions hat sie. Das ist aber auch das Problem, dass Mike selbst, wenn ihm was erklärt wurde, es nie verstanden hat oder richtig zugehört hat. Also Highlighter. Die hätte jetzt fragen können, was macht ein Highlighter? Und er so, keine Ahnung. Also von daher ist das natürlich auch ein bisschen schwieriger. Das ist hier oben nahezu permanent Make-up drauf. Und mit dieser richtigen Antwort für Babus Augenbrauen hat dann Kilian den Sieg tatsächlich geholt und die beiden sind weiter. Und naja, Nelly und Mike, wir müssen uns auch von den beiden verabschieden. Und die Runde wird kleiner und kleiner. Und das war's dann auch schon wieder mit der Folge, Leute. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare. Hier könnt ihr anders noch draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.